Das Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May hat begonnen. Um die konservativen Partei bewerben sich zwei Frauen und acht Männer. Besonders gute Chancen werden Boris Johnson nachgesagt. Er ist für viele Briten das Gesicht der Brexit-Kampagne. Johnson hatte beim Brexit zuletzt eine harte Haltung gegenüber der Europäischen Union angekündigt und gesagt, er würde die vereinbarten Ausstiegszahlungen von etwa 44 Milliarden Euro zurückhalten, um eine bessere Verhandlungstaktik gegenüber der EU zu haben. Mays Nachfolger oder Nachfolgerin muss die Blockade des Parlaments im Brexit-Streit beenden, weshalb fast alle ihre Pläne für die Brexit-Verhandlungen zum Aufhänger ihrer Wahlkampagne machen und einen sicheren Ausstieg mit einem vorteilhaften Abkommen versprechen. Dafür bleibt Zeit bis zum 31. Oktober. Spätestens dann ist die Trennung Großbritanniens von der EU vorgesehen. Im Vorhinein hatte es nur einen Kandidaten gegeben, der sich für ein zweites Referendum aussprach, seine Kandidatur aber zurückzog aus Sorge, nicht genug Unterstützung mobilisieren zu können. Die Liste der Kandidaten soll zunächst durch Abstimmungen im Parlament auf zwei Kandidaten reduziert werden. Wer von den verbleibenden zwei den Parteivorsitz und das Amt des Ministerpräsidenten übernimmt, sollen die Parteimitglieder Ende Juli bestimmen.